Haben Sie mit ihr ein bisschen Probleme gehabt, von wegen Mietzahlung und so? Weil Sie haben es dann erzählt, dass sie ein bisschen in Geldnöten wäre. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, das Geld kommt immer pünktlich. Die hat auch einen Dauerauftrag, immer zum Ersten hin. Ja. Ist eine super Mieterin, also top. Also wenn die mal alle so wären. Sie hat keine Mietrückstände? Nein, also nee, hat die nicht. Hat die noch nie gehabt. Hat die uns vorhin erzählt, dass es nicht so gut lief und... Okay. Dass sie Geldprobleme hat, davon wissen Sie nichts? Nein, nein. Also jetzt die letzte, wenn ich das mal so Ja, die letzte frage, Miete ist gekommen, alles super, alles top, ganz genau, ja. Und eine gute Mieterin, sagen Sie. Wie gesagt, also wenn ich mal alle so wäre. Ne? Ja, ist eine alte Dame, da, die macht keine Partys und ja. Ja, läuft hier. Gut, okay. Dann rutschen Sie durch. Ja, dann werde ich mal eben durchgehen hier. Gucken Sie mal drüber, aber normalerweise wird es wieder fit sein, hat sie uns gesagt. Ja, okay. Die wollte wohl weg. Sie weiß Bescheid. Ja, super, alles danke schön. Ciao. Ja, schon ein bisschen seltsam, ihr Verhalten am Telefon und jetzt noch. Wenn sie sagt, sie will weg, dann sagt sie uns, sie hat Probleme mit der Mietzahlung. Ja. Das stimmt ja alles wieder vorne, die lügt uns an. Also wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal zurück zur Wache fahren. Die Frau Kaiser konnte uns jetzt hier körperlich sich wieder ein bisschen stabilisieren, sodass wir jetzt auch gehen. Wir haben ihr gesagt, wenn irgendwas ist, Polizei oder Feuerwehr rufen. Jetzt war es aber doch erstmal ein bisschen komisch. Vielleicht ist da doch irgendwie was ganz anderes der Hintergrund. Also da müssen wir vielleicht noch mal weiter ermitteln. Wir hoffen, ihr geht's erstmal gut. Gut, dann fahren wir los, ne? Nur wenige Stunden später geschieht das Unfassbare. Die Rentnerin wurde in einem Kiosk dabei erwischt, dass sie Geld aus der Kasse stehlen wollte. Die Beamten sind fassungslos. Das ist doch gerade ein Spaß, oder? Unglaublich, dass mir sowas passieren muss. Setzen Sie sich bitte. Was meldet Frau Kaiser? Ach, also deine pädagogischen Fähigkeiten ziehe ich in Zweifel. Die Kaiser war gerade schon wieder unterwegs und hat lange Finger gemacht. War hier bei dem Kioskbesitzer ja. Und hat... Ja. Und dann? Kommt ihr in den Kiosk rein? Ja. Frag nach einer Zigarettenmarke, die recht selten ist. Ja. Ja, guck in meinem Regal, nicht da, habe ich gesagt, ich gehe mal ins Lager und gucke mal, ob ich es habe, ob ja. Ich diese Zigaretten habe. Ja, geh da zurück. Hat sie die Hände in der Kasse gehabt? Hat schon die Geldscheine von mir schon in der Hände gehabt? Die wollte stiften gehen hier. Hat versucht, ihn irgendwie abzulenken, ne? Und dann ging es recht. Mein letztes Geld! Sie haben es ja glücklicherweise bemerkt. Ja, ich habe es glücklicherweise bemerkt, genau. Wir haben sie gerade noch. Die Anzeige, hier mit ihm auf und wir gehen mal rüber zu Nesrin. Und ja, wir haben sie gerade noch abgefragt. Sie ist noch nie in Erscheinung getreten und jetzt heute Mann, schon das zweite Mal? Echt? Jedes Mal was Neues. Also so plötzlich kommt die Altersarmut auch nicht. Nie bekannt. Das hat die gesagt, Altersarmut. Ja, sie schämt sich und hin und her. Jetzt sieht es so aus, dass ich das zweite Mal bin von anderthalb Stunden oder zwei Stunden hier auftaucht, wegen Eigentumsdelikten. Was soll ich das machen? Sicher ist, dass der Grund für die Diebstähle keinesfalls die von der 70-Jährigen behauptete Altersarmut ist. Im Gespräch wollen die Beamten die wahren Hintergründe ermitteln. So langsam wird's ernst. Wieso klauen Sie denn in einem Kiosk mit dem Hand in der Kasse Bargeld? So weit kann er mit der Altersarmut ja nun mal nicht her sein. Wer oder haben Sie irgendwie ein Problem, dass Sie jemand zwingt, was zu machen? Irgendwie sowas. Es geht um meine Enkeltochter. Sie hat mich angerufen und sie hatte einen Autounfall und da war sie auch schuld und sie wollte keine Polizei rufen, sonst bekommt sie den Führerschein abgenommen, den sie ja braucht, um zur Arbeit zu fahren. Und da hat der Partner gesagt, wenn sie eine bestimmte Summe ihm für die Reparatur gibt, dann würde er die Polizei außen vor lassen. Also der Unfallgegner. Der andere. Okay. Mhm. Darf ich mal kurz fragen, wie Ihre Enkelin heißt? Sie heißt Mara Steiner. Okay. Ich war selber. Frau Kaiser, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist schon so, polizeilich werden wir schon hellhörig, wenn das heißt, eine Enkelin ruft an über Telefon und bittet um Geld bei ihrer Großmutter. Das ist so ein typischer Tathergang bei einem Enkeltrickbetrug, so nennt sich das, wo ältere Damen und Herren ein bisschen veräppelt werden mit das einer ganz bösen Geschichte, die ihnen natürlich auch nahe geht, weil sie wollen ihre Enkelin ja auch helfen. Frau Kaiser, die machen dazu gut, das sollen sie auch nicht glauben. Ja. Wir können doch mal die Enkelin anrufen. Die brauchen sie nicht anrufen, die wollte mich anrufen noch mal. Ja, haben sie ein Handy dabei oder ruft ihr sie zu Hause an? Sie ruft mich zu Hause an, ja. Nur eine halbe Stunde nach Eintreffen in der Wohnung der Rentnerin klingelt das Telefon. Also, ich würde sagen, wir machen Folgendes.
Sie telefonieren, ja. Stellen mal auf laut, dass Sie mithören können. Genau. Ja. Und dann machen wir einen Treffpunkt mit der Dame aus. Ja. Ja? Ja. Dann sagen Sie, machen Sie alles mit. Ja. Komm ruhig rein mit dem... Hallo? Telefon. Hallo? Ja. Ich würde mal eben nachhören, ob das mit dem Restgeld alles geklappt hat. Ja, ja, das, ich habe alles zusammen, Kind, ja. Ja, ich habe... Ja, super. Ja. Ich würde dann gleich eine Freundin von mir vorbei. Ja. Nur liebe Lungenstraße, Ecke Frankenstraße, das ist ja bei dir. Das ist bei mir, ist gleich die Ecke rum bei mir, ja, super. Genau. Ach, da freue ich mich aber, dass ich euch helfen konnte, ja, super, Kind. Ja, okay. Ja, dann bis später, Mann, ne? Frau Kaiser, das passt alles nicht zusammen, ne? Wenn Ihre Enkelin das wäre, die stünd schon hier vor der Tür, wäre vorbeigekommen, hätte gesagt, Oma, kannst du mal gerade? Und dann ist er also nicht verwerflich, um Gottes Willen. Aber so richtig passt das nicht. Bin ich da jetzt wirklich drauf reingefallen? Noch nicht. Noch nicht. Haben Sie Glück gehabt? Sie haben halt nur ein bisschen anderen. Ja, Quatsch, ich habe aber jetzt gemacht, das Geld, ne? Auch schon teilweise gegeben, ne? Ja, das Problem ist auch, dass Sie Geld dafür geklaut haben, ne? Beziehungsweise klauen wollten und dabei erwischt wurden. Was ja auch nicht gut ist. Die kriegen wir. Die kriegen wir. Na klar, also, kriegen wir die. Die kriegen wir. Ja, so, wir machen jetzt Folgendes. Ich pack das ganze Geld zusammen. Und wenn wir sie kriegen, dann kriegen wir vielleicht auch das Geld, was sie schon gegeben ja. haben. Ja, das machen wir. Ja, ich... Ja? Ja, das aber regen Sie sich bitte nicht so auf. Denken Sie, Sie haben Blutdruck. Es ging Ihnen heute Morgen schon nicht so gut, ja? Okay. Frau Kaiser, schneiden Sie jetzt Geld aus? Ja, den kommen wir auf die Schliche. Nee, finde ich gut. Das verspreche ich Ihnen. Also... Was wir hier vorhaben, was wir hier machen, ist natürlich immer auf die Mithilfe von, wie in diesem Fall der Frau Kaiser, davon abhängig. Letzten Endes wird es so laufen, dass wir versuchen, mit der angeblichen Freundin der Enkelin diesen Treffpunkt auszumachen. Was man sich hier vor Augen halten muss, ist ein starkes Stück. Und wir sehen sofort, dass das die klassische Masche ist. Genau das haben wir erwartet und uns erhofft. Und was die nicht erwarten, sind halt eben wir. Aus sicherer Entfernung beziehen Nadja Stern und Paul Richter Stellung. Sie beobachten die Rentnerin. Traut sich die angebliche Freundin der Enkelin tatsächlich mit dem Enkeltrick, die alte Dame um mehrere tausend Euro zu erleichtern? Da kommt eine junge Dame im roten Pullover. Zugriff. Hallo, die Polizei. Ganz ruhig. Hey. Locker bleiben, Tasche fallen lassen. Hin, runter. Und die Hände so, dass wir sie Tasche sehen können. Interessiert mich direkt, wem die Tasche gehört. Ich habe doch extra gesagt, keine Polizei. Also entweder Sie halten still oder ich lege Ihnen die Handfesseln an. Da sind nur meine Sachen drin. Ja, da gucken wir jetzt nach. Haben Sie Ausweispapiere in Ihrem Portemonnaie? Ja. Wer hat Sie denn hierher geschickt oder sind Sie auf eigenen Auftrag hier? Kann ich Sie warum ist das wichtig? Mal ganz kurz, kann ich Sie loslassen oder rennen Sie ja, jetzt Sie gleich wieder weg? Loslassen. Sicher? Das ist kein Problem, ja. Wie heißen Sie denn? Was soll das? Junge Frau, wie heißen Sie? Ich bin Tina Hens. Frau Hens. Genau. Passt Frau das? Hens. Ja? Was wir hier machen, ist eine Übergabe unterbrechen. Und zwar ist der Hintergrund der, dass Sie vermutlich die Enkelin von der Frau Kaiser gar nicht kennen, oder? Nicht wirklich, aber über Social Media ist ja heutzutage alles möglich. Ne? Und das heißt, da haben Sie sich ein bisschen schlau gemacht und wissen jetzt im Prinzip, wer zu wem gehört und wollten sich hier ein bisschen bereichern. Zum großen Erstaunen der Beamten scheint die junge Frau bei ihrer schamlosen Tat keinerlei Skrupel zu verspüren. Das Geld, das brauche ich tatsächlich, ne? Und die Dame, die sah ein, ziemlich wohlhabend aus. Aha. Und da dachte ich, wäre das schon okay. Also sie hat ja auch gerne geholfen, ne? Ja, aber der falschen Person, ne? Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Ja doch, das ist mir schon aufgefallen. Also machen Sie das schon bewusst? Moralisch haben Sie damit auch kein Problem.
Die Dame, nee, dass muss sie ja heutzutage jeder irgendwie gucken, wo er bleibt. Ja. Und, die Dame begeht die Straftaten. Es ging jetzt recht einfach, ne? Und sie hatte das Geld ja übrig. Und nee, sie hatte das nicht übrig. Übrig ist gut. Die Dame begeht Straftaten, weil sie ihre Enkelin helfen will in der Not. Sie täuschen ihr irgendwas vor, sie macht sich einen riesen Kopf. Das wusste ich ja jetzt im Grunde nicht. Das ist ja unerheblich. Ihre Straftaten, sie lügen meine, doch. Ne? Sie lügen Leute an, sagen, dass die Enkelin einen Unfall hatte, dass sie Geld bräuchte. Und da würden sie eine Freundin vorbeischicken. Das sind ja alles sie. Das heißt, sie ziehen Leuten Geld aus der Tasche, was ihnen nicht gehört, auf das sie gar keinen Anspruch haben, sondern sie betrügen. Alten Leuten sowas anzutun, also ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. So, schön, man hängt doch nicht jeden Tag am Computer und guckt Frau nach. Kaiser, ich weiß. Wir haben doch sowas gar nicht. Sie sind wirklich auch keine Ausnahme. Das passiert tatsächlich sehr oft. Machen Sie sich da keinen Vorwurf. Wichtig ist, dass wir die Dame jetzt haben. Ja, Gott sei Dank. Ja? Gott sei Dank. Dann kommen Sie erstmal mit. Bekommt sie ihre gerechte Strafe. Die Trickbetrügerin muss sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten.